Hallo zusammen. Ich hatte ja schon mal angekündigt, dass ich einen Diätplan die Tage oder die Wochen rausbringen möchte. Das hat sich jetzt so leider noch ein bisschen verschoben. Ich würde gerne am 1. Januar damit anfangen. Ich würde auch das gerne so machen, anders wie ich es eigentlich schon gesagt hatte, dass ich mir einen Plan rausschicke. Würde ich das lieber gerne über YouTube und Facebook machen, also über Videos, dass ich halt das alles dokumentiere, was ich esse und wie ich trainiere. Ich glaube, das macht mir ein bisschen mehr Spaß diesmal, anstatt einfach nur einen Plan rauszuschreiben. Und außerdem sehe ich da noch ein bisschen mehr Feedback. Ich hatte eigentlich nur gutes Feedback für den Trainingsplan bekommen, nicht nur eigentlich, also wirklich nur gutes Feedback bekommen. Aber trotzdem würde ich das ganz gerne mit mit der Videodokumentation machen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen interessanter für euch. Und für mich ist es auch ein bisschen besser, weil dann weiß ich nämlich, dass ihr meine Videos anschaut. Ja, beginnen werden wir damit am 1. Januar. Heute würde ich nur gerne so ein paar allgemeine Informationen darüber geben. Ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, damit ich nicht die Hälfte wieder vergesse. Wie gesagt, über YouTube, Facebook wird das meiste laufen, weil eigentlich wollte ich das nur über YouTube machen, aber manche haben halt andersrum. Eigentlich wollte ich das nur über Facebook machen, Entschuldigung, aber manche haben halt keinen Facebook-Account. Deswegen hatte ich mir entschieden, YouTube und Facebook zu machen. Es wird keinen Plan geben, allerdings werde ich, glaube ich, eine Übersicht rausschicken, weil der Plan wird über verschiedene Phasen wieder gehen. Die erste Phase wird quasi so sein, dass ich den Fokus auf Fettabbau lege, weil ich halt für die Leute, die es nicht wissen, ich habe mir vor, ich glaube jetzt, ja, ich glaube über seit vor 12 Wochen circa den Brustmuskel abgerissen beim Bankdrücken. Deswegen hatte ich da jetzt so ein bisschen ja, ein paar Pfunde zugenommen, leider keine Muskeln. Die will ich jetzt in den ersten 2 bis 3 Monaten runterkriegen. Und dann wird sich das eher so in den Kraftaufbau, Muskelaufbaubereich verschieben. Da bin ich mir aber noch gar nicht sicher, wie lange ich da im Fettabbau bleibe. Kann auch, ich denke, März, April, so in den Zeitraum. Das werde ich aber alles in den Plan reinschreiben, den ich dann rausschicke. Da werde ich hier unter dem Video nochmal alles verlinken, wie ihr den bekommen könnt. Training, das wird sich, ja, nach dem Trainingsplan, den viele schon haben, sind wir mittlerweile über 1000 Leute. Ich glaube, vor 3 Wochen haben wir die 1000-Leute-Marke erreicht. Mittlerweile sind wir weit über 1000 Leute, die den Plan schon runtergeladen haben und hoffentlich auch danach trainieren. Ja, vier Trainingstage sind dafür angesehen. Wie gesagt, der Fokus liegt auf Fettabbau erstmal, dann wird es mehr in Muskelaufbau, Kraftaufbau gehen. Ich werde noch mindestens ein Video raushauen, bevor es dann richtig losgeht. Ich würde gerne so ein paar Sachen zu den Eiweißgehalten, Fettwerten und Kohlenhydraten sagen, wie viel ich davon in den ersten Zeit nehmen will, damit ihr da so eine Übersicht habt. Ich habe, wenn ihr das Video seht, morgen einen neuen Artikel auf The Stronger Athlete veröffentlicht. Der ist bezüglich das richtige Essen für mehr Kraft. Wenn ihr da mal reinschauen wollt, das ist aber jetzt nicht unbedingt für Fettabbau gedacht, sondern eher ja, wie man seine Ernährung am besten gestaltet, um wirklich das meiste beim Training rausholen zu können. Ist so ein bisschen Carb Cycling mit dabei. Würde mich freuen, wenn ihr da reinschaut. Verlinke ich auch hier beim Video. Und ja, ich werde definitiv noch ein Video machen. Wie gesagt, zu den ganzen Makroverteilungen, was ich da genau esse, werde ich wohl auch eine Übersicht hier bei YouTube reinblenden oder bei Facebook reinblenden, damit ihr da seht, wie die Ernährung ungefähr aussieht, wie viel Kalorien ich zu mir nehme. Und dann starte ich zumindest im 2. Januar. Und wenn du möchtest, kannst du das Programm dann auch verfolgen. Dankeschön.